das bedeutet. Weil die Quraysh haben auch gesagt, Allah bringt den Regen, Allah versorgt dich von oben unten und so weiter und so fort. Obwohl, das ist schon heute verloren gegangen, ne? Tauhid Rububiyyah. Also, dass jemand daran glaubt, dass Gott ihn versorgt, ist verloren gegangen, oder? Weil wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst, das Mädchen muss auf der Arbeit das Kopftuch ausziehen, da sagt der Vater, nein! Was, du willst jetzt die Arbeit kündigen? Weil du das Kopftuch nicht anziehen darfst auf der Arbeit? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, wie sollst du denn Geld verdienen? La ilaha illallah. Subhanallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er von so, wo er es nicht gedacht hätte. Mensch, hol deine Tochter weg von der Arbeit. Nächste Woche heiratet die einen guten Muslim, Alhamdulillah. Nein, die muss erstmal hier. Ich weiß nicht, welche Krankheit das ist. Das ist irgendwie so die Krankheit, mit der hat man sich eindeutig hier in Deutschland angesteckt. Die Frau muss erstmal die Ausbildung zu Ende schaffen. Ansonsten kann die nicht mit Unwallahi. Ansonsten, ja, die muss erstmal die Ausbildung machen. Das heißt, du sagst, nee, Religion erstmal nach hinten, erstmal die Ausbildung. Hey Bruder, wenn, subhanallah, wenn Allah will, dass deine Tochter den Job verliert, die wird den jetzigen Moment verlieren. Mensch, wer kann das gegen Allah ausrichten? Wisst ihr, was die Kuffar gesagt haben? May yarzukukum min as-sama'i wal-ard, am man yamliku as-sam'a wal-absar, wa man yukhrijul al-hayy min al-mayyit wa yukhrijul al-mayyit min al-hayy, wa man yudabbiru al-amra, fa sayaquluna Allah. Die sagen Allah. Wer versorgt dich von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten? Und wer legelt alle Angelegenheiten? Was sagen die Kuffar? Die Quraysh? Was sagt Abu Lahab? Die im Feuer der Jahannam sind. Allah! Und was sagen wir? Der Arbeitgeber. Du sagst der Arbeitgeber. Mensch, vergiss den Arbeitgeber. Bruder, wo ist der Tawakkul? Wa ala Allahi fattawakkalu in kuntum mu'minin. Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Wo ist Vertrauen auf Allah? Ach, deine Tochter wird heute ohne Kopftuch zur Arbeit gehen. Und morgen wird sie Michael oder Stefan oder Peter oder Klaus kennenlernen. Und die wird dann irgendwo in Buxtehude wohnen. Und was weiß ich, a'udhu billah, in seinem Leben bis zu ihrem Lebensende. Und achi, du bist dafür verantwortlich. Ya ayyuha alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran. Oh, ihr, der glaubt, hütet euch selber und eure Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Achi, wo ist das? Das war erstmal, la ilaha illallah, guck mal, was wir jetzt hier schon für Probleme haben.